Ja, wir haben gerade viel über den Sportentwicklungsplan der Stadt Neuss gehört und da war von 3 Millionen, die in die Infrastruktur der 15 Bezirkssportanlagen fließen, jährlich die Rede. Jetzt soll das Ganze auf 4 Zentren, die besser ausgestattet werden, fokussiert werden. Da fragt man sich natürlich, wenn vorher so 200.000 pro Anlage da waren, was bleibt dann jetzt für die 11, die nicht zum Zentrum auserkoren werden, noch übrig? Ich glaube, das ist ein bisschen falsch verstanden worden. Also es wird, wenn, in 4 Zentren dementsprechend investiert, aber die 3 Millionen dementsprechend, die ja für die Stadt oder von der Stadt ausgegeben wird, für die Anlagen oder was, werden ja weiterhin investiert und auch bleiben erhalten. Das heißt, hier geht es um eine Investition, die separat auch finanziert wird und auch, glaube ich, im Haushalt irgendwie gesichert ist. Da ist eben natürlich dann trotzdem der Aspekt angeklungen, dass es natürlich so ist, dass wenn Vereine in einem Umfeld besser gestellt sind als andere, dass dann immer so eine Abwanderung zu diesen besser gestellten Vereinen und deren Anlagen, die halt auch eine große Rolle spielen, passieren kann. Wie bewertet man das so vor dem Hintergrund auch von Verbandsseite? Ja, ich glaube, die Situation ist schwierig, denn wir wissen definitiv aus anderen Fußballkreisen, dass wenn ein Verein, der möglichst lange eben die Asche behält und drumherum entwickelt sich das grüne Geläuf, auf dem Fußball gespielt wird, dass dann dort ein Dropout ist. Und selbst in einem Beispiel, was mir persönlich sehr gut bekannt ist, war ein Verein sogar leistungstragend in einem Fußballkreis. Und durch die Veränderung der Situation, was den Sportplatzbau betrifft, ist er jetzt in der Situation, dass ihm viele Jugendliche und gerade Kinder auch weggelaufen sind oder nicht mehr neu zu dem Verein kommen. Das heißt, wie wird das für die Situation im Kreis Neuss jetzt bewertet, wie da vorgegangen werden soll, was die Anlagen anbetrifft? Also ich würde von unserer Seite den Vorschlag unterbreiten wollen, dass wir uns einfach mit den Neusser Vereinen mal an einem runden Tisch setzen, mal die Situation auch zu diskutieren. Und natürlich ist es total dankenswerter, dass also eine Stadt investiert mit 4 neuen Sportanlagen. Die Begrifflichkeit Leistungszentrum muss sicherlich auch nochmal betrachtet werden. Was definiert man unter Leistungszentren? Und das sind so die Wege, die wir sicherlich dann auch gemeinsam mit der Neusser Stadt machen könnten. Man kann als Verband natürlich nicht beeinflussen, dass es irgendwo so eine Ausgewogenheit in der Spitze der Leistungsfähigkeit der Kreise gibt. Das ist natürlich unmöglich, weil es ist ja ein Wettbewerb, das Ganze letzten Endes. Wie wichtig ist das trotzdem für den Verband, dass man auch ein Auge darauf hat, dass keiner der Kreise, so was die Spitzenclubs anbetrifft, dazu sehr abfällt? Ja, ich glaube, dass dieses ein Thema ist, das Vereinsengagement und immer Leistung und Qualität eines Vereins ist, glaube ich, sehr schwer zu messen. Wenn Sie in einem Kreis unterwegs sind, wo es viele Kunstrasenplätze gibt und die schon lange, dann ist dort im Prinzip ein Zulauf in der Quantität. Und aus der Quantität entwickelt sich dann eben Qualität. Und so ist es eben an Standorten, wo im Prinzip die Infrastruktur noch nicht so gut ist, da entwickelt sich die Quantität nicht und logischerweise dann auch eben die Qualität nicht. Von daher ist es sicherlich genau nicht von uns zu steuern und von uns nicht zu bewirken, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass mit vernünftigen Rahmenbedingungen auf einer Sportanlage, wo heutzutage sicherlich ein Kunstrasenspielfeld oder ein Naturrasenspielfeld zugehört, dass da das soziale Engagement und aber auch die ehrenamtliche Arbeit eines Vereins und der ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt wird. Man hatte ja heute auch so ein bisschen den Eindruck, dass da so die Meinungen etwas auseinandergingen zwischen den Vereinen und der Politik, wie die Vereine sich involviert gefühlt haben in den Entscheidungsprozess. Würde man sich da von Seiten des Fußballs wünschen, dass das etwas anderes angegangen worden wäre, als das jetzt der Fall war? Das hat ja heute eigentlich gezeigt, wie impulsiv das Ganze ist und mit wie viel Herzblut jeder so in seinem Verein und für seinen Verein kämpft. Das muss eigentlich stolz sein, ne? dass so viele Leute ehrenamtlich unterwegs sind und mit welchem Herzblut sie dabei sind. Die Frage, und da müssen wir uns, glaube ich, als Fußballer ein bisschen bewegen, wie gehen wir auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit? Also diese Veranstaltung hat, glaube ich, heute nochmal gezeigt, ja, da sind die Fußballer und es bewegt. Und das sind Ansätze, ich glaube, das hat auch gezeigt, seitens jetzt hier der Stadt, da muss man auch ein bisschen nachsteuern und das sind ja auch die Botschaften gesetzt worden, auch seitens der Verwaltung. Da sollten wir nochmal gemeinsam mit den Vereinen sprechen. Und das sind auch gute Ansätze, die wir heute zumindest auf dieser Ebene erarbeitet haben oder vielleicht auch dadurch realisiert haben. Okay, dann hat der Amt auf jeden Fall wieder was für sich gehabt, dass alle Beteiligten am Ende vielleicht etwas schlauer sind und vielleicht auch am Ende etwas mehr ihren Nutzen für ihren Verein daraus ziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Auch so, danke.